Naja, wir können ja noch was sagen, das ist so, weil der einfach keine Hilfe kriegt. Weil der, ich habe es nicht ahnung, dass wir das tun. Das war nicht glaubwürdig, aber das war immer so. Das können wir noch sagen, dass hier, die Leute wollen auch laufen und laufen, dass sie einfach nicht passiert. Weil lernen wir gerade alles gerade. Wir kriegen auch gerade keine Überweisung, weil man braucht uns nicht mehr erzählen, dass wir irgendwie Geld für so was geben und so weiter und so fort. Das ist ja auch schlimm, weil das ist ja alles zweischneidig. Man verlangt, dass man denn nicht zusätzlich verdient und alles und so. Und die Drogensüchtigen und alle anderen, die arbeiten in Schwarzer, wo denke ich jetzt auch nicht mehr. Nee, das geht doch egal in einer Stunde. Wir kriegen gar nichts, was uns zusteht. Wir werden dann nur bezogen. Wir haben da nichts bekommen aus Russland. Wir haben natürlich aufgepasst, dass wir nicht anklagen können. Das wundere ich mich auch nicht mehr. Also, Rostock und Frankfurt haben ganz eng zusammengearbeitet. Wir haben das hier nicht durchgekriegt. Und da das Sozialamt, Bärtsch und TM und so weiter, die waren noch nicht mal bezogen, dass das nicht gekommen ist. Ja, die Leute sind noch nicht mehr bezogen. Und alles ohne Scherz und das hat man sich richtig verändert. Und hier kommt weiter nichts. Also wir haben nicht mehr Überweisung, können uns ja nichts kaufen. Und man weiß schon, dass wir selbstständig auch nicht wirtschaften können und so. Wir müssen im Moment einfach zu viel fürs Internet ausgeben und zu viel für Beweisvideos und Fotos. Nur dafür haben wir die tollen Smartphones gekauft. Natürlich, dass wir jetzt ins Internet können. Da haben wir immer gebeten, dass wir Videoausrüstung kriegen, die wir dann tragen können und so. Dass wir es noch viel besser dokumentieren können, was los ist. Ne? Auch diesen Stasi-Mitarbeiter da, diesen Ex-Stasi-Mitarbeiter, der sicher jetzt noch, die so dünnhäutig sind und gefährlich sind für uns jetzt. Der da so dumm tut, das hätten wir jetzt alles wieder. Ne? Und wir haben es vorher wieder versucht zu mobilisieren. Kommen sie natürlich nur des Nachts, aber wir müssen so lange Pausen machen, weil wir kommen nicht nach Hause verschmelzen. Wir müssen doch was erreichen. Und also mit Straßenbahn und so, das können wir einfach noch nicht fahren. Außerdem sparen wir auch ein bisschen Geld. Das ist ein kleines Strick. Aber das ist auch sehr, sehr teuer in Frankfurt. Das muss man auch sagen. Man spart natürlich Geld, aber wir können es auch nicht. Weil ich sehr gerne noch ein paar Mal im Jobcenter West vorstellen kann. Auch mal bei den Gerichten hier überall. Ne? Das ist einfach zu weit. Und zum Amt für Wohnungswesen sind wir noch nicht gekommen. Ach ja, das ist gut, da könnte man auch noch mehr erzählen. Also. Und zwar stecken die auch alle mit drin da. Also Jobcenter West, und hatte ich das schon gesagt, mit den Menschen schmuggeln? Hatte ich noch nicht gesagt. Ne? Hat uns hier vorgenommen, dass ich das. Ich weiß nicht, vielleicht wiederholen wir es. Also, sie stecken da alle voll drin, genauso wie diese evangelische Verein für Wohnraumhilfe. Die wissen ganz genau Bescheid, dass bei uns da schwarze Übernachtungen waren und in vielen, vielen anderen Häusern und Wohnungen. Und dann wurden sie erstmal versorgt vom Sozialamt, haben sie wo Geld gekriegt, und auch von Jobcentern. Und da waren ja auch so viele Schilder drin, so viele Namensschilder an den Briefkästen und so. Und sie stecken da garantiert mit drin und wissen genau Bescheid, was sie gesagt haben. Sie haben es geduldet. Also sie werden da auch Gelder oder Drogen oder irgendwas bekommen haben, als Gegenleistung. Diese ganzen Sachen. Also das möchte ich wirklich nochmal bestätigen, dass es so ist. Zu euch, ne?